have the tremendous honor and pleasure to introduce to you Xavier, the Savior. He's coming to help us. He's a researcher in political science. And from that perspective, he's going to show us a view on that paradox there in the future, the transhumanist one. I reckon he will start to open new chapters of human history. So give him a warm applause, a warm welcome. Light the fuse, put it in play, Xavier. Hey, so I'm going to try in the next 20 minutes to Hallo, live up to that introduction. Versuche in den nächsten 20 Minuten zu der Einführung einzuleben. First, I just want to make sure we're all on the same wavelength. Ich will erst sicherstellen, dass wir alle auf der gleichen Wellenlänge haben. Wie viele von euch würden einen US-Regierung hergestellt und constructed hergestellten Notebook? Okay, ich sehe nur eine Hand. Und wenn ich zu euch hingehe und ich bin von der US-Regierung, würde einen schnellen Virus-Scan von eurer machen. Wie viele würden das machen? Und wieder nur ein paar sarkastische Hände. Because today I'm going to tell you why we need more political involvement in technology. Und ich werde großartig ankommen, weil heute werde ich erzählen, warum man mehr technischen in Einfluss in Technologie haben muss. Das Paradox ist, dass liberale Staaten verteidigen individuelle Freiheiten, but sie ignorieren, dass Technologie diese Freiheiten verändert. Dann kommt zu der Frage, wie gut ist die, die Freiheiten, wenn jemand anders das designt, wo wir drauf spielen. Was ist die Umwelt? Die Umwelt sind nur die Parameter des Möglichen. Es gibt euch was möglich und was nicht möglich ist. Und ein bisschen genauer, wir leben in einer natürlichen Umwelt. Die erste Umwelt, die uns Regeln gibt, ist unser Körper. Und unser Körper sind die Regeln, wie wir denken, wie wir reden, wie wir uns bewegen. Unser Körper ist unsere erste und Umwelt. Wir haben eigentlich die ganze Geschichte, ganze menschliche Geschichte, die mit diesen Regeln gelebt. Die Regeln des Körpers sind die Regeln unseres Lebens und so lebt die Menschheit seit den 100.000 Jahren, die sie da ist. Dann gibt es die politischen Gesellschaften, die Strukturen. Das sind die Regeln, die wir uns übereingekommen sind, nach denen wir leben. Was sind die technischen Regeln? Das heißt, wir mehr und mehr unser Leben durch Technologie definiert wird. Im steigenden Maß werden Parameter der Technik und der technischen Umfeldes für uns wichtiger. Wir können es auch mal anders sagen. Wie schafft Technologie das neue Umwelt? Also jedes neue Stück Technologie bedingt eine kleine neue Reorganisation der jeweiligen Umfeld, des jeweiligen Umfeldes. Das geht jetzt schon seit über einem Jahrhundert so. Also das, die ersten Ansätze war, dass wir unser natürliches Umfeld verändert haben. Wir konnten uns schneller bewegen, wir konnten mehr erreichen, wir konnten länger leben. Wir haben eigentlich die ganze Welt inzwischen komplett neu arrangiert. Wir haben sie asphaltiert und flach gemacht und kartografiert und aufgeschnitten. Geht in eine moderne Stadt, seht, dass die Stadt eine moderne Stadt. Ist autozentriert.
Das heißt, jede Stadt, die du heute siehst, ist nach den Regeln eines Autos und der modernen Transportmittel konstruiert. Aber natürlich bedingt das auch die Reorganisation der Welt, in der wir leben, auch die Ressourcen, die diese Welt uns zur Verfügung stellt, die ihr in diesem Bild sehen könnt hier. Das gilt nicht nur für Öl. Also wir plündern ja die Welt nicht nur für Öl und Gas aus. Das gilt gegen eine Reihe von verschiedenen Elementen. Magnesium, Erz, alle diese Elemente, aus denen Autos bestehen zum Beispiel. Alle diese Dinge, um eine globale Ökonomie zu haben, müssen wir einbeziehen in unsere Welt und müssen wir sie mit neuen Regeln versehen. Und das gilt jetzt alles nur fürs Auto. Ein einfaches Ding wie ein Auto, wie wir unsere gesamte Welt reorganisieren, damit wir die Regeln, das heißt, das Auto bedingt, dass wir in einem anderen Umfeld leben als ohne. Auto ist nicht mehr wirklich Technologie heute. Wenn wir heute Technologie sagen, sagen wir Artificial Intelligence, Internet, Computer, da denkt niemand mehr an Autos. Aber das Auto zeigt uns, wie disturbant, wie zerstörend die Einführung einer neuen Technologie in unser normales Umfeld sein kann, sehen wir am Auto. Das wird jetzt noch viel dramatischer werden, denn Technologie ist heute stärker als sie je war und die Kraft der Technologie, die Welt und die Umwelt zu verändern, ist stärker als sie je zuvor war. Was ist, wenn wir von Transhumanismus reden, was ist das überhaupt? Ist eine Bewegung, die daran glaubt, dass es möglich ist und es sollte auch möglich sein, die menschlichen Fähigkeiten zu verstärken. Das ist, da gibt es sehr viele Untergruppen dazu, aber das ist so die Grundaussage. Wie würde Transhumanismus unsere Umwelt verändern? Wir haben vorhin gesprochen darüber, dass unser Körper und unsere eigenen Parameter mal grundsätzlich festlegt. Was ich als Körper nicht kann, das kann ich nicht. Indem ich das zum Beispiel verstärke, könnte ich radikal die Bedingungen meines Körperumfeldes neu definieren. Da könnten wir noch und überstreiten, wie wir diesen erreichen, aber wir werden mit Exoskeletten oder mit anderen möglichen Hilfsmöglichkeiten, das wird so wie wir interagieren, wie wir miteinander umgehen, wie wir mit unserem Körper uns auf unsere Umwelt, wird das grundlegend verändern. Transhumanismus geht auch davon aus, dass die virtuelle Realität, dass so komplex werden wird und so interpellent mit dem, was wir da haben, dass es die Realität, in der wir leben, überstrahlen oder verdecken wird. Also schauen wir uns noch ein Beispiel an. Um damit Transhumanismus wirklich mal abheben kann, muss irgendeine Art von Superintelligenz schaffen können, irgendeine Maschine, die intelligenter ist als alles jetzt zusammen, damit diese Artificial Surroundings auch, dass wir würden die Regeln komplett auf den Kopf stellen, wenn wir so eine Maschine erfinden. Wenn wir so eine Superintelligenz kreieren, die wird einmal grundsätzlich sehr viel Energie brauchen. Also wenn Sie Transhumanismus sagen auch, wir werden wahrscheinlich diese Superintelligenz mit irgendeiner Energie füttern müssen und dafür müssen wir diesen Planeten oder einen anderen oder sonst irgendetwas verheizen. Also geht schon sehr in Abstrakte. Is completely different from that in which we exercise it today. Die Art und Weise, wie wir unsere Rechte in einer transhumanisten Welt ausüben können, ist ganz anders als heute. Es gibt zwei Arten von Freiheit in der Transhumanismus.
Und einmal ist es die Freiheit, eine bestimmte Aktion in einer bestimmten Situation zu wählen. Und Transhumanismus ist darum, diese Freiheit zu erweitern, um eine viel größere Freiheit durch Erweiterung des Bildes des Körpers oder durch Erweiterung durch virtuelle Realität zu schaffen. Und das zweite wird durch Transhumanismus sehr verstärkt. Und dann die zweite Idee, dass wir unsere Körper und unsere Welt drumherum so verändern können. Es gibt uns eine zweite Freiheit, dass wir die Umwelt so verändern können, in der wir unsere erste Art von Freiheit ausüben können. Die Transhumanisten und die Liberalen fokussieren sich einmal auf die erste Art von Freiheit. Wir reden immer von biologischen und natürlichen Zwängen befreien können, indem wir unseren Körper so verändern oder die technischen Möglichkeiten so verändern. Also dann sprechen wir doch mal über politischen Liberalismus. Was ist das? Es erkennt nur die eine Art der Freiheit an, nämlich sich in einer bestimmten Art zu bewegen. Und um diese Freiheit zu garantieren, limitiert es die Funktion und den Einfluss der Staaten. Also Transhumanismus bildet sich nur an der ersten Liberty, die zweite Art der Freiheit wird einfach ignoriert, grundsätzlich einmal. Wie funktioniert der liberale Staat? Wie ist er strukturiert? Wie verteidigt er diese Freiheit? Die Funktion des Staates ist eigentlich sehr schmal. Er soll die persönliche Freiheit garantieren, den Frieden und Basisversorgungsfunktionen garantieren. Der Staat hat keine Funktion, die Rules, also die Regeln zu formulieren. Die Exekutivgewalt dieses Staates ist dann auch noch durch Verfassung und Lehrerregeln eingeengt. Und das ist alles über die individuelle Freiheit, in einer bestimmten Art und Weise zu agieren, basiert. Aber Transhumanismus ist keine individuelle Wahl, es ist eine kollektive Wahl. Was steht da zur Debatte? Da steht nicht unsere einzelne, die Zukunft jedes Einzelnen, sondern unsere gemeinsame Zukunft steht da zur Debatte. Und wie gehen wir damit um? Wieso? Der transhumanistische Bewegung und alle Sub- und Bewegungen darin, die werden uns alle, die würden nicht das einzelne Individuum beeinflussen, sondern alle diese Bewegungen und alle diese Resultate werden uns alle gemeinschaftlich beeinflussen. Also eigentlich Transhumanismus adressiert die Zukunft der menschlichen Rasse, der menschlichen Spezies. Werden wir sie verbessern? Und wenn ja, mit welcher Technologie, mit welchen Mitteln, mit welchen Methoden, mit welchen Werkzeugen? Und wenn wir schon über den menschlichen Körper reden, was ist die Essenz? Müssen wir von unserem Körper irgendwas aufhalten? Ist uns das egal? Können wir komplett alles verändern? Was müssen wir aufheben? Wie werden wir das machen? Disruptär eintreten, schleifend eintreten? Jeder, der in einer modernen Gesellschaft gelebt hat, ohne Telefon, ohne Laptop, ohne Auto, wird darauf kommen, dass die Technologie eigentlich die Eintrittskarte in die moderne Gesellschaft ist. Und Transhumanismus ist die Eintrittskarte in die Entwicklung der modernen Gesellschaft von morgen. Es wird wahrscheinlich die Eintrittskarte in die Gesellschaft der Zukunft sein. Und die Energiebedarf der Zukunft wird so sein, dass es bestehen gute Chancen, dass Transhumanismus sich auch mit dem Zustand der Zukunft des Planeten auseinandersetzen. Wenn wir den Planeten Kohl meinen, also die Kohleausgaben für den Energiebedarf der Technologie, dann wird es auch nichts wirklich was werden. Also die technologische Zukunft und die Entwicklung dieser wird uns alle berühren und nicht nur den Einzelnen.
Um zurückzugehen, worüber wir zuerst gesprochen haben, über Umwelt, um die Umwelt und unsere Spielgründe. Und wenn wir mehr und mehr in einem technischen Spielplatz leben würden, wie das im Transhumanismus wäre, wenn wir immer weiter in einem technischen Spielplatz laufen würden, wenn die Regeln und Limits, Grenzen immer technisch werden, sollten wir nicht etwas über die Regeln und die Gesetze sagen können? Und wie werden wir gehört werden? Wie werden wir unsere kollektiven Entscheidungen zu Gehör bringen? Wie sieht das technologische Umfeld aus, in dem wir leben wollen in Zukunft? Wollen wir alle auch gehört werden da drinnen? Wir sind aber nicht alle Hackers, wir arbeiten nicht alle auf AI-Projekten und wir sind alle nicht alle in der technologischen Revolution mit primär dabei. Wie kann man auf jeden Einzelnen Rücksicht nehmen? Die liberale Entscheidung, die uns da so derzeit halb und halb gemacht wird, ist die des Marktes. Was heißt das? Wir lassen es, der Markt ist ja in Wirklichkeit die Entscheidung der Einzelnen. Der Markt ist der Summe der Einzelnen und wir lassen dem Einzelnen seine individuelle Auswahl. Was heißt das? Was heißt das, wir lassen Technologie durch den Einzelnen auswählen? Die Einzelnen. Eigentlich ist es die Frage, kaufe ich das Ding jetzt oder kaufe ich es nicht? Wenn Leute sich entscheiden, welche Research mit Geld auszustatten, das, was sich verkauft wird, das wird gemacht. Es ist Artificial Intelligence, eins der Best Funder, da könnte eventuell eine Superintelligenz rauskommen bei Artificial Intelligence. Wer bezahlt das? Vor allem der Research drinnen. Natürlich wissen wir auch, dass das US Department of Defense der größte Sponsor ist in dem Bereich. Wenn wir den Individuellen entscheiden lassen, heißt das, der entscheidet, wer die Technologie kauft von Apple, Google oder vom Defense Department. Da ist noch ein Problem, wenn wir die Entscheidung über die kollektive Zukunft dem Einzelnen überlassen. Einige der individuellen Entscheidungen, die für sich selber zu beiden Leute, was die Leute kaufen, für sich selber, das ist keine kollektive Entscheidung. Ich kann nicht lauter einzelne Entscheidungen zusammenfassen und glauben, das ist schon eine Gemeinschaftsentscheidung. Das stimmt nicht. Das Paradoxon, zu dem wir gelangen, besteht darin, Transhumanismus kann man dem Einzelnen nicht überlassen, weil der Einzelne mit seiner Entscheidung keine transhumanistische Entscheidung herbeiführen kann und wird. So, it seems on the one hand that politics must be the means by which. Auf der einen Seite sieht es so aus, als müsste die Politik das Mittel sein, mit dem wir unsere Zukunft entscheiden. Vergesst mal die Politik für einen Moment, die Governments. Politik ist die Primärform, in der Menschen über Entscheidungen treffen, wie sie leben wollen, in welcher Umwelt und wie sie ihre gemeinschaftlichen Interaktionen regeln. Das beinhaltet natürlich auch die technologischen Interaktionen. Then politics would seem the natural way to decide about the Politik müsste auch eigentlich die primäre Entscheidungsmöglichkeit sein. Wir leben aber nicht in einer politischen Gesellschaft, wir leben grundsätzlich in einer liberalen Gesellschaft. Und die Spezifikierung von Liberalismus und per expresses verbis verweigert der Liberalismus die Entscheidung der Masse, sondern die des Einzelnen. Das heißt, die Politik macht Gemeinschaftsentscheidungen und Liberalismus macht die Einzelentscheidungen und trägt und garantiert, dass Einzelentscheidungen möglich sind und dass jeder seine machen kann. Also keiner von euch wollte eine Regierungsmaschine haben, aber ein
Beispielen macht das schon klar. Wir verwenden aber alle das Darknet und das Internet und das Satellitennetz. Und das hat aber eigentlich das Government, hauptsächlich das US Government eingeführt. Und das regt keinen auf. Also ihr verwendet das Internet und alle Protokolle, aber nicht den Rechner. Das ist ein Paradoxon. Also jede Major Technology kann man heute auf Government zurückführen. Nur weil wir nicht sagen, dass wir politisch, weil wir keine politischen Entscheidungen ins Auge fassen, heißt es nicht, dass die Regierung oder dass die herrschenden Mächte da nicht ihre Hände mitten, sondern unser Government hat auch in der Technologie überall die Hände drinnen und trifft politische Entscheidungen. Und Technologie ist nicht politisch. Wir kommen aber nicht zusammen um bestimmen, wie unsere Technologie aussehen. Wir ignorieren das jetzt. Wir diskutieren zwar, wie unsere Zukunft aussehen soll, aber nicht, wie unsere technische Zukunft aussehen wird. Das lassen wir dem Government über. Und das Volk hat seinen eigenen Parameter. Aber das ist keine kollektive Übereinkunft, sondern das ist die der Herrschenden, die jetzt ihnen genehm ist und die sie brauchen. Also die meisten dieser technologischen Entwicklungen der Governments, der einzelnen Regierungen, haben was mit Verteidigung und oder Kriegsministerium zu tun, mit Krieg, let's face it. And so, what this leads us to realize is das führt uns dazu, making technology political is not giving new powers. Wenn wir die Technologie politisch machen, geben wir der Regierung nicht zusätzliche Entscheidungsmöglichkeiten. Eigentlich ist es das Gegenteil. Wenn etwas aus der Politik rausgenommen wird, lässt man das Government machen, was es will. Weil da jetzt plötzlich, weil da kein politisches Mandat besteht an die Regierung. Nur wenn uns bewusst wird, dass Technologie politisch ist, wenn wir anerkennen, dass Transhumanismus einen neuen Set an Regeln bedingen würde, nur wenn wir das institutionalisieren und anerkennen und uns darauf eine Einigung erzielen, ja, dass wir das da auch Vorstellungen haben, nur dann kann Technologie etwas Politisches werden und mit einem Mandat von uns ausgestattet an die Regierenden herangetragen werden. Parts of the US government and all governments, but especially the US Defense Department, which has such a lovely, und dann such a large, nehmen wir sie aus dem riesen Budget der US Government Defense Departments raus, die machen, was sie wollen und derzeit nicht kontrolliert werden. Ich glaube, das grundsätzliche transhumanistische Paradoxon geht mit diesen zwei Arten von Freiheit um. Das ist, nennen wir es mal, die liberale Freiheit. Das ist die, von der wir denken, wenn wir über Freiheit denken. Das ist die Freiheit für uns Einzelne, zu machen, was der Einzelne will. Das zu beschützen, dafür sind liberale Staaten geschaffen worden. Aber das ist natürlich nichts, wenn wir unsere gemeinsame Zukunft nicht mitbestimmen können. Für die größte der Geschichte war nicht davon betroffen, weil die Technologie wurden sowieso, die waren jenseits unserer Reichweite. Also wir konnten uns nicht einigen, dass wir unsere Körpereigenschaften verändern, weil das stand nicht am Tapet. Aber heute beginnen wir eintreten in ein Zeitalter, wo wir die technologischen Kapazitäten haben werden, unser grundsätzliches Umfeld komplett zu verändern. Ja, die sind viel weitgreifender und viel tiefgreifender als
als normale Umwelt. Das ist das Leben, in dem wir leben, die physikalische Umwelt, unsere Körper, die uns definieren. Nur wenn wir das anerkennen, dass wir hier mit Technologie eine neue Art von Freiheit geschaffen haben. Nur wenn wir anerkennen, dass diese neue Freiheit kollektive Entscheidungen bedarf, um exekutiert zu werden, dann werden wir das transhumanistische Paradoxon auflösen. Ich bedanke mich. We could probably be sitting here and discuss this topic till dawn. So yeah, you really took my breath away. Guys, I suppose we have a tremendous amount of questions out there, isn't it? Jesus, or Xavier the Savior. There, please, shoot. So, are you saying that so sagst du, um Transhumanisten Utopia zu haben, braucht man nicht einfach Software und Hardware und Technologie so offen wie möglich für alle Menschen und auch offen, dass demokratisch verändern zu können. In Theorie bin ich der Meinung, ja. In der Praxis einfach Hardware und Software zu öffnen, tust du schon wieder in die schmalen Gruppe der Entwickler. Wir kommen von sehr viel. Du bist ganz confident. Ich bin kein Computertechniker, ja. So you wouldn't hack it. Also, wir sollten das nicht den Technikern überlassen. Danke für den Talk, der war sehr interessant. Was du erwähnt hast, wie Menschen verwenden nicht, wie jene Menschen den Computer nicht benutzen wollen, der von der Regierung gestellt wird, was man vergesst, dass Regierungen die Norms und Standards bereitstellen. Und das ist in vielen, vielen Bereichen eingebaut. Und man muss auch berücksichtigen, dass sie hinter dem Anfang der Technologie waren. In the liberal and fact on this part, since we already have this implication. Man muss auch noch diese Implikation berücksichtigen. Jeder Liberale idea or the way it's implemented afterwards. But I think that's precisely the point. Das ist der Punkt. In einem liberalen Framework, die Freiheit ist die Freiheit zwischen einzelnen Elementen zu. Aber wir entscheiden nicht für Basisentscheidungen, wir entscheiden nur individuelle Einzelentscheidungen. Der Fakt, dass die Large Environment ist durch das Government Control ist, der Liberalismus kann das ignorieren. Das stört das Konzept nicht. Das war nicht, was ich fragen wollte. Is it a rule set? Is it our government? A rule set. Is it something like you have a birth right? Ist es vielleicht ein man folgt die Regeln für einige Sachen. Die Regierung ist da still immer noch mit beeinflusst, mit berücksichtigt. Ja, also dass wir die Wahl haben, das ist, was ich gesagt habe. Was die Technologie betrifft, erstens einmal, Technologie verändert die Frage, was heißt es, ein Mensch zu sein? Und wenn Technologie weit genug verbreitet wird, ist es ein Zugangscode. Du kannst mit der Gesellschaft nicht mehr interagieren, wenn du diese Technologie nicht mehr verwendest oder nicht verwendest. In dem Sinn ist die Wahl, ob ich diese Technologie verwende oder nicht, ist keine. Besonders wenn wir darauf, das bipolar ist. Die Frage ist ja nicht, tun wir es verwenden oder nicht, sondern was machen wir damit in Zukunft?
Ich würde gerne fragen, ob die transhumanistische Technologie nur verfügbar ist für die Reichen oder wie man das verhindern, die Entwicklung verhindern. Da ist ein viel großes Interesse, dass uns nur eine kleine Menge an Menschen darauf zugreifen können. Das ist eines der großen Probleme des Transhumanismus. Und wahrscheinlich auch ein weiteres Argument, nur mit im liberalen Framework mit Technologie umzugehen. Dann ist es dort, wenn wir es im liberalen Bereich lassen, ist es wieder die Frage, kaufen oder nicht kaufen. Wahrscheinlich wird sie teuer sein. Das macht natürlich wieder eine Frage der kommerziellen Verfügbarkeit und damit des Geldes. Aber ich habe auch keine Lösung. Ich weiß auch nicht, wie wir die Technologie der Zukunft und sicherstellen, dass sie jeden erreicht. Aber indem wir sie politisch machen und zu einer demokratischen Entscheidung machen, ist es die richtige Richtung. Wir haben gesehen mit starker Kryptographie, dass, was gibt uns, dass wir Transhumanismus überhaupt regulieren können oder nicht? Wir regulieren nicht. Das ist ein wichtiger Punkt, den du gemacht hast. Wenn die Technologie einmal existiert, ist die Regulierung mehr und mehr sinnlos. Schauen wir uns das Internet. Internet ist ein Medium. Und alle Bemühungen, es zu regulieren, selbst die Chinesen, es zu quetschen und zu gehen normalerweise daneben. Selbst jemand wie ich kann die chinesische Zensur umgehen. Also das ist nicht der primäre Parameter. Traveling to science, that's the answer. Do we still have time for questions? No. No. Gut. Wir haben keine. Eine mehr. Alan Green. Okay. One more. Last one. Haben Märkte einen Teil in der Gesellschaft, die du dir ausdenkst, oder Kapitalismus? Naja, vielleicht nicht und vielleicht doch. Aber sie sind jedenfalls nicht die Primärkraft, die das durchführt. Ich will nicht argumentieren, dass man Kapitalismus zerstört werden muss, aber es kann nicht der Primärfaktor sein, der unsere Entscheidungen. Wir müssen jetzt, das muss jetzt geschlossen werden. Du solltest nächstes Jahr wiederkommen. Das war euer Übersetzerteam mit dem Talk über Transhumanismus. Gebt uns doch ein Feedback.